Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Fachgespräch im Format Kolloquium. Meine Gäste heute sind der Professor Thomas Rau und die Doktoren Friederike Wichel und Dietrich Klinghardt. Unser Thema heute ist chronisch krank oder nur vergiftet? Bleiben Sie dran, wir starten gleich. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seid meine Experten jetzt für dieses Thema chronisch krank oder nur vergiftet. Und ihr habt einen riesen Erfahrungsschatz. Allein du über 40 Jahre und du noch viel mehr, oder? 48. Unheimlich, okay. Und bei mir noch nicht so lange. Aber ja. Deswegen auch. Aber ich bin in dieser Zeit groß geworden, oder? Wo Gifte immer mehr eine Rolle spielen. Ja. Genau. Ja. Wo fangen wir an bei dem Thema chronisch krank oder nur vergiftet? Also geht es bei chronischer Erkrankung eigentlich nur um eine Vergiftung? Wie ist deine Haltung dazu? Die Frage ist schon falsch. Chronisch krank oder vergiftet? Chronisch krank ist vergiftet. Ich kenne keinen Menschen, wer kommt schon zu mir? Das sind alles chronisch kranke Menschen oder krebskranke Menschen. Und wenn wir die testen, wir testen jeden, der über die Schwelle tritt, die sind alle hochgradig belastet. Es gibt heute kaum mehr nicht toxisch belastete Menschen. Das ist das große Problem. Und wegen der zusätzlichen Faktoren, über die wir jetzt ja nicht sprechen, sei es 5G, sei es die Ernährung, sei es andere Einflüsse, wird diese Toxizität noch viel stärker sich ausdrücken. Aber wir sehen organische Toxine und die anorganischen Toxine. Früher haben wir nur anorganische Toxine gemessen, also Quecksilber, Cadmium, Blei, Silber, Arsen, Aluminium. Da hat sich das auch verändert. Heute können wir auch die organischen Toxine, also Moleküle wie zum Beispiel Pyrethroide oder Perfluorooktansäure oder DDT oder Glyphosat, das können wir alles testen, alles. Und zwar in den Zellen, aber eben auch im Plasma kann man das testen. Und die Situation ist einfach nur dramatisch. Ich arbeite zusammen mit dem immerhin größten toxikologischen Labor, das ist das Tox-Zentrum da bei Basel und vom Professor Kruslin. Und dann ruft er mich an, ich darf ihm du sagen, dann ruft er mich an, du, was hast denn da wieder für einen Patienten? Ja, dann frage ich, aber sag mal, bei deinen MS-Patienten, die du von den neurologischen, das ist immerhin das größte Labor, von den neurologischen Kliniken kriegst, von den Spitälern kriegst, was hast du denn da für Werte? Dann sagt er, ja weißt Thomas, du bist der Einzige, der das einschickt. Ja, aber das ist das größte Labor. Wer ist denn hier wissenschaftlich und wer nicht? Und das sind die Ursachen. Man kann in Toxikologiebüchern, nicht in so Spinner-Barfuß-Heilpraktiker-Fantastenbüchern, nein, in wirklich toxikologischen Büchern kann man nachlesen, Cadmium macht Krebs, Blei macht Dickdarmkrebs, Arsen macht Autismus und so weiter. Du bist da noch viel mehr der Spezialist. Es haut uns wirklich um, wenn wir die heutige Situation sehen. Und wer nicht chronisch Kranke, weil die werden deswegen chronisch krank, oder ist ein wichtiger Faktor, und wer das nicht ausleitet, wir sagen dieser Entgiftung halt Ausleitung, wer das nicht macht, der ist einfach nicht seriös und wird keine guten Erfolge haben. Das führt zu neurologischen Problemen, das führt zu Krebs, das führt zu autoimmunen Krankheiten und ist die oder eine der wichtigsten Ursachen. Aber es wird ja schon nicht gelernt an der Uni, oder? Nichts. Also ich kann es ja nicht einschicken, wenn ich im Spital arbeite, weil ich es nicht weiß. Und da beginnt es ja schon. Das ist ja die Traurigkeit in der heutigen Medizin, dass genau das Basiswissen, das Ursachenwissen nicht vermittelt wird. Und bei uns geht es hier genauso. Und es gibt ja zahlreiche Wege auszuleiten, aber dieser Weg muss immer gegangen werden.
Ich würde dich bitten, ihr, du hast ja zur Verfügung die Aphorese oder die im Moment die vielleicht effektivste Methode ist, Gift auszuleiten, aber auch zu diagnostizieren. Mhm. Vielleicht ist das ein bisschen, was ihr seht an ja, du kannst Spektrum. Du kannst es ja sehen. Also die Inosphorese ist ja wie so eine Art Blutwäsche. Ne? Also da geht das Blut einmal durch einen Filter und da kommt alles raus, wird richtig angesogen, was irgendwie pathologisch verändert ist, was einfach nicht in den Körper gehört. Und da kann man sehr schön sehen, anhand nur einfach des Eluats, also das nennt man quasi die Flüssigkeit, die dann am Ende da abgefiltert wird, was sich da drin befindet. Ne? Du siehst, also die Schwermetalle, die fahren runter, die bilden so richtige Kegel. Dann ist das Eluat auch sehr, sehr dunkel von der Farbe her, wenn der hochgradig Schwermetall belastet ist. Du siehst kleine Nanopartikel, Mikroplastik, dann bilden sich so Schlieren. Also allein nur von der Blickdiagnose, was ja für den Patienten immer sehr schön ist. Der Patient will immer ein Bild. Deswegen ist die Dunkelfeldmikroskopie jetzt auch so schön, weil der Patient sieht es. Ne? Und auch da, er sieht, was kommt da raus. Ne? Und du siehst, ist das Eluat total klar, transparent oder ist es auch trüb? Ne? Sind auch entzündliche Prozesse stecken dahinter, mit dem sich der Patient auseinandersetzt? Also das kann man wirklich da allein nur durch den bloßen Blick erkennen. Und bei uns mittlerweile, also es ist eine sehr kostenspielige Angelegenheit, was auch wieder sehr schade ist, weil eigentlich sollte das jeder neurologisch erkrankte Patient, ne, MS und so weiter erhalten. Aber wir machen das viel bei unseren Patienten und die Patienten sind auch willig, dann dort auch zu investieren, weil es eben von so großem Nutzen ist. Ja, wie weit verbreitet ist diese Untersuchungsmethode? Also in der Schweiz gibt es 2 Zentren, die das anbieten. In Deutschland sind das, glaube ich, 9 oder 10. Mhm. Und so sind in der ganzen Welt jetzt ein paar Zentren verstreut. Mhm. Aber es ist nicht viel, aber es kommt immer mehr, weil das Bewusstsein wächst, weil die Menschen sich natürlich informieren. Die Menschen wundern sich, die stellen sich Fragen in den letzten 3 Jahren. Mhm. Die wachen auf. Ja, also wenn ich jetzt hören muss, dass eben so viele Ärzte diese Tests auf toxikologische Stoffe eben nicht durchführen bei einer chronischen Erkrankung, dann wird man ja eben Angst. Ne? Und dann deshalb frage ich, wie weit verbreitet ist diese Methode und wird es denn auch von den Krankenkassen übernommen? Oder nee, das ist leider nicht so. Deswegen, nicht. Ne? Also man muss schon wirklich gute Anträge stellen, dass da irgendwie mal was bezahlt wird und du musst es natürlich belegen und die Belege, die, ja, es gibt, glaube ich, der Straube hat da viel geforscht, ne? Aber ob dann am Ende der Vertrauensarzt damit auch was anfangen kann. Und wie oft muss man dann sowas machen? Das kommt drauf an, ne? Wir machen das präventiv, wann immer möglich, 2-3 Mal im Jahr. Ein neurologisch erkrankter Patient, der sollte in regelmäßigen Abständen kommen, also wenn nicht sogar alle 2 Wochen. Ne? Aber eben, es geht einfach, es ist eine finanzielle Sache, aber wenn du es machst, und was ich halt an der Inosphorese so schön finde, ist, du musst nichts tun. Also im Sinne von, ne, es ist aber einfach so. Gerade die chronisch Kranken oder die zum Beispiel die hoch erfolgreichen Männer, sage ich immer so, ne, die Manager-Typen, die sind einfach nicht gewollt, in ihrem Leben was zu ändern, weil die müssen an den Business-Meetings teilnehmen, die müssen 3-mal um die Welt fliegen. Und da gehst du einfach hin und das geschieht von selbst. Mhm. So. Und der Körper ist einfach danach wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht. Er kann wieder besser kompensieren. Ne? Es ist noch nicht die Lösung des Problems. Aber du musst eben nicht lange Mikronährstoffe einnehmen. Du musst nicht deine Ernährung umstellen, sondern es ist einfach innerhalb von 2-3 Stunden ist es einfach raus. Mhm. Also du sprachst jetzt davon, oder ihr spracht jetzt davon, 1-2 Mal im Jahr präventiv. Ja. Mhm. Aber wie ist es denn jetzt, wenn jemand chronisch erkrankt ist? Wie oft? Da kann ich natürlich einiges sagen. Vielleicht mal als Voraussetzung einfach mal ein paar Studien, wo ich selbst mit beteiligt war. Eine Studie, wo ich mit beteiligt war, das waren meine 20 Patienten, haben wir die Brustmilch angeguckt bei stillenden Müttern und geschaut nach Flammschutzmitteln, den sogenannten PBDEs, polybromierte Diphenylester, hochtoxische Substanz, die das Gehirn von einem Säugling schädigt, oder? Und haben 20 Brustmärchen untersucht und 4 von den Brustmärchen waren so toxisch, dass nach amerikanischer Gesetzgebung
diese Brustmilch nicht entsorgt werden darf über die Toilette. Sondermüll. So giftig waren die. Ja, von 20, 4. Das sind, wie viel Prozent sind das? Ich war schlecht in Mathe. 20%. 20 zu viel. Und es war, alle waren toxisch. Ja, wo keiner weiß, was die Gifte machen, aber 4 waren so toxisch, dass die Brustmilch nicht in die Toilette geschüttet werden darf. Und es waren die Brustmilch von gesunden Säuglingen, oder? Das war mal eine Studie. Eine andere Studie haben wir die Nabelschnur angeschaut, oder? So, was da an Giftstoffen drin ist, was übertragen wurde während der Schwangerschaft in den Fötus. Und wir haben nach 400 Giftstoffen geschaut. Und der gesündeste Nabelschnur hatte 160 von diesen Giften drin. Die alle, wo jedes einzelne schädigend ist, entweder ein Neurotoxin ist oder ein Karzinogen ist oder ein Schadstoff für chronische Erkrankungen. Das sind, würde ich mal sagen, einfach so als Vorrat. Sind alle veröffentlicht. EWG.org ist die Studie. Environmental Working Group. Das ist eine Gruppe in Washington DC, die der Regierung angeschlossen ist und auch damit finanziert wird. Mein Wissen, und das ist gleich, was Thomas hat, oder das, es gibt von der schulmedizinischen Literatur für jede chronische Erkrankung, die einen Namen hat, gibt es eine Giftstoffanalyse, die sagt, dass diese Palette von Giften besonders häufig sind. Beim Parkinson sind sie Organophosphate, also Dinge, die in der Agrochemie verspritzt werden auf Lebensmitteln. Und beim Brustkrebs ist es das Arsen, das über den Reis und andere Produkte in den Körper kommt. Ein Huhn, wenn man ein Hühnchen isst, hat man für 7 Jahre nachweisbare Toxizität von Arsen. Ein Hähnchen, oder? Für 7 Jahre toxisch. Es sind nur mal ein paar Beispiele, aber es gibt für jede chronische Erkrankung, auch für jede Krebserkrankung, bei Brustkrebs, oder wenn man die Krebsgeschwulste auch ein hoher Aluminiumgehalt, oder? Ist der Auslöser von dem Krebs oder ist der Krebs, zieht das Aluminium an? Für uns ist es relativ klar, denn wenn wir das Aluminium entgiften, geht der Brustkrebs weg, oder? Als Mitbehandlung. Und jetzt geht es aber dann einen Schritt weiter, da überall, wo das Terrain, die Matrix vergiftet ist durch bestimmte Giftstoffe, verliert das Immunsystem seine Vigilanz, seine Aufmerksamkeit, seine Fähigkeit, dort einzugreifen. Und dort wachsen dann Keime, die wir als Pathogene bezeichnen, Keime, die normalerweise in dieser Gegend nicht sind, oder? Und die Keime selber dann verändern das ganze Milieu in der Gegend und wirken dann, sind dann der eher oberflächlich gesehene Grund für die Erkrankung, oder? Wir wissen so beim den Krebsgeschwüren so im Mundrachenbereich ist der Helicobacter, oder findet man in der Gegend, wo er sonst nicht hingehört. Und für jede neurologische Erkrankung gibt es wieder bestimmte Keime, die besonders häufig sind. Bei der Multiple Sklerose sind es die Borrelien, bei anderen Erkrankungen, bei ALS sind es bestimmte Viren, die wir kennen, und Borrelien. Das heißt, es gibt für jede chronische Erkrankung Umweltgifte, die grundlegend beteiligt sind. Und das ist für uns natürlich auch spannend zu schauen, wie lange existieren denn diese chronischen Erkrankungen? Ich bin selber, gelte ein bisschen als Spezialist für den Autismus, oder? Autismus, der erste Fall von Autismus wurde beschrieben von Leo Kanner, einem berühmten Psychiater in den USA, 1932. Und es war 2 Jahre nach Einführung der ersten Massen. Könnte da ein Zusammenhang sein? Autismus hat es früher nicht gegeben, obwohl es früher schon Ärzte gegeben hat, die gut diagnostizieren konnten und beobachten konnten. Und die Beschreibung von einem typischen autistischen Kind, die erste Beschreibung 1932, 2 Jahre nach Einführung der ersten großen Massenimpfung in den USA. Und das heißt, wir können uns als Ärzte dem nicht entziehen. Und natürlich ist eine der wichtigsten therapeutischen Maßnahmen, ich weiß, Thomas arbeitet da genauso wie wir, ist die aggressive Anwendung von Entgiftungsmethoden, Entgiftungsmitteln bei jeder chronischen Erkrankung eigentlich als Grundversorgung, oder? Und dann gibt es dann Details bei jeder Erkrankung, die dann ein bisschen anders, individuell anders aussehen. Und für mich war die Anwendung der Apherese ein Riesenbeitrag, oder
das mit dazu nehmen zu können zu unserem Arsenal von Möglichkeiten, oder? Saunatherapie, Einläufe, Kolonhydrotherapie, Leberentgiftung, Lebergalleentgiftung. Es gibt viele Dinge, die Leute selber machen können. Und es gibt viele Dinge, wo wir als Ärzte die Gabe von DDPA und von DMPS und EDTA und den uns verfügbaren Substanzen ist ja begrenzt, was es gibt, oder? Und wir verwenden das radikal, was es gibt, und suchen nach Lösungen für Dinge, von denen wir noch keine Lösung haben. Und da ist dann für mich immer die Aphorese, okay, hier finden wir eine ganze Palette von Umweltgiften in der Person. Erstmal zur Aphorese, oder? Erstmal ein bisschen aufräumen. Mhm. Das ist keine Frage, dass die Krone der Entgiftungstherapien, das ist überhaupt keine Frage. Ist einfach nicht zugänglich oder noch nicht zugänglich für jedermann. Ja. Deswegen müssen wir auch, was du vorhin gesagt hast, es gibt ganz viele Methoden zum Entgiften. Die Menschen müssen entgiftet werden, das ist keine Frage. Was du jetzt gesagt hast mit den autistischen Kindern, das geht ja noch weiter. Da sind Untersuchungen gemacht worden in anderen Staaten, wo spät, zum Beispiel Singapur, das ja eine riesige Häufigkeit hat von Autismus. Mhm. Ich habe sehr viele, oder einige Patienten von da, oder Peking auch, also die großen Städte. Was sind die Begleitfaktoren, das weiß man noch nicht so richtig, aber da wurden zum Beispiel Singapur wurden später die durchgeführt mit den quecksilberhaltigen Stoffen, und da trat die Autismuswelle später auf. Da ist ein Zusammenhang. Und wenn man ihn sehen will. Wenn man ihn sehen will, ja. Jetzt kommt aber noch etwas ganz anderes. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Der Mensch, wie hat er dann früher überlebt? Wie hat der dann entgiftet? Mhm. Ein normaler Erwachsener bringt ca. 20 Liter Lymphe in den Dünndarm hinein. Die Lymphe ist das, was wir ja Plasmalymphe und so entgiften, auch mit der Krone, nämlich dieser Aphorese, also Inusphorese. Aber der Mensch hat seine Inusphorese auch. 20 Liter kommt in den Dünndarm. Pro Tag? Pro Tag, und wird wieder zurückresorbiert. Und an uns über die Jahrtausende angepasst sind ganz spezifische Bakterien, welche diese Filterfunktion machen. Das sind die Bacteroides-Bakterien. Jetzt gehe ich hin und schaue bei meinen Patienten, diese toxisch Kranken oder alle Krebspatienten, bring mir einen Krebspatienten mit, der nicht toxisch ist und der gute Bakteroides hat. Das gibt's nicht. Der kann eine Woche gratis kommen zu mir. Das gibt's nicht, kein Risiko. Weil, und jetzt kommt der Begleitfaktor, warum sind die Toxine heute so relevant? Nicht nur, weil sie eben viel mehr sind, also wir sind viel toxischer belastet, aber weil wir es auch nicht ausleiten können. Weil die Menschen haben eine hundskatastrophale intestinale, vor allem Dünndarmflora, welche wie ein Schwamm die Toxine ausbinden würden und dann mit dem Stuhl weg. Deswegen, auch wenn sie zu euch kommen, das macht er ja auch, ist es so wichtig, dass wir diese Flora ganz, ganz gezielt wieder aufbauen. Da gibt es auch Mittel, welche gezielt die Bakteroidesflora wieder aufbauen und damit permanent dann den toxischen Level mit diesem Mechanismus eben des Dünndarms verbessern können. Also sozusagen körpereigene Inusphorese. Noch geht es natürlich lange. Und ich befürworte natürlich sehr, dass man die Menschen mal auf ein anderes Niveau runterbringt, die es halt eben machen können. Aber nachher müssen sie weitermachen. Das ist so wichtig. Das Schöne ist ja, was du gerade erklärt hast, der Körper hilft sich eigentlich selbst. Er kann das selbst, oder? Aber wenn es zu viel wird, dann hat er ein Problem. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, was ist der Krebs eigentlich? Sind es vielleicht Zonen im Körper, die einfach Toxine anziehen? Ne? Was sind Lipome? Was sind Zysten? Ne? Der Körper packt irgendwas irgendwo hin, um es zu parkieren, damit es einfach nicht den restlichen Körper belastet. Und der ist intelligent, ja. Der macht das für uns. Ja, und vor allem die fetthaltigen Zellen, die sind ja besonders, vor allem die hochtoxischen organischen Toxine, eben die Pyrethroide und was du vorhin gesagt hast, da diese Milchgeschichten,
Das sind ja eben gerade die problematischen. Aber wo hat das Kind am meisten Fettzellen? Also okay. fetthaltige Zellen. Das Hirn eines Säuglings ist 60% Fett. Und das geht wusch da hinein, weil die Hirnbarriere bis ein, zwei Jahre ist einfach noch nicht intakt. Also bist ja du der Spezialist über diese Barrieregeschichten. Und wenn dann ein kleiner Säugling solche Milch kriegt, das geht schwupp ins Hirn. Wen wundert's? Gleichzeitig werden, das sind statistische Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsamtes, ein Schulkind in der Schweiz kriegt im Durchschnitt 4-mal Antibiotika. Antibios gegen das Leben. Und es werden diese Bakteroides gezielt zerstört. Unser eigenes Entgiftungssystem wird durch diese unsinnige antibiotische repetitive Therapie schlichtweg zerstört. Warum verwendet man denn sowas, wenn man das doch aber weiß, dass man hier Zerstörung eben dieses eigenen Ja, ich bin Systems nicht der Mann. Also, ja, warum wird, schon klar. verwendet man das? Ja, nein, oder warum entwickelt man sowas? Diese Frage stellt sich mir einfach immer wieder. Ne? Und, weil man ein falsches mechanistisches Denken hat. Man glaubt, das Bakterium sei die Ursache einer Krankheit und zerstört dann dieses Bakterium, anstatt dass man das Milieu des Menschen verändern würde. Dann wären nämlich die Bakterien apathogen. Mhm. Man kann es auch anders sagen, dass um eins von 10.000 Kindern zu retten, wo wirklich eine Pneumonie da ist oder eine schwere akute bakterielle Geschichte da ist, macht man 10.000 Kinder chronisch krank durch die Gabe von Antibiotika. Oder? Das ist so die etwa korrekte Rechnung. Oder? Und natürlich gibt es auch für die akuten Erkrankungen Lösungen ohne Antibiotika, die Kinder zu retten. Vor dem frühen Tod. Ist ja die Angst ist ja noch da aus den frühen Zeiten, wo Leute noch nicht miteinander kommunizieren können, Mutter nicht wusste, wenn das Kind ein Fieber hat, was machen wir jetzt? Oder? Das ist ja heute, haben wir so viele Lösungsmöglichkeiten, oder? Durch den Austausch über das Internet und über Literatur haben wir so viele andere Alternativen zur Gabe von Antibiotika, die eben unsere Anaerobia im Darm nicht kaputt machen, sondern also anders lösen die Problematiken. Mhm. Aber wie gesagt, die Schulmedizin ist eben abhängig von dem Marketing von patentierbaren Medikamenten, wo dann eben bestimmte Summen an Geld verdient werden. Und dadurch ist die Aufmerksamkeit der Ärzte wird eben immer wieder dorthin gerichtet. Oder die Behandlungsprotokolle, die uns empfohlen werden von den Gremien, die besetzt sind von der pharmazeutischen Industrie, wird eben eine bestimmte Art der Medizin uns suggeriert, dass es die richtige Medizin ist. Und wenige Ärzte entkommen diesem Marketing, globalen Versuch, dass es nur eine Medizin gibt. Und das ist die Verschreibung von Medikamenten, wo der Arzt zum Schreibtischtäter wird oder der auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt und Rezepte ausfüllt. Und diese Art der Medizin ist uns ja, da kommen wir her, oder es war so unsere Geburtsstunde, aber wir, oder so wie manche Leute zum Kindergarten gehen und dann zur Volksschule und dann zum Gymnasium, viele Ärzte sind eben noch stecken geblieben in diesem Säuglingsalter von Arzt, wo man am Tisch sitzt und Rezepte schreibt. Wenn du vorhin sagst, die Muttermilch ist schon so vergiftet, wenn ich das so ausdrücken kann, dann ist die Frage wahrscheinlich obsolet, woher die, also ich sage jetzt einmal mal die Zunahme von Kindern, die schon mit Erkrankungen entsprechend auf die Welt kommen, darauf letztendlich da zurückzuführen? Ja, es gibt sicher mehrere, es gibt viele Gifte, die mitbeteiligt sind. Und es gibt den Elektrosmog, oder? Die WLAN. Belastung der schwangeren Mütter, oder? Im Bauch der Schwangeren konzentriert sich die Strahlung um das 20-fache, die außen gemessen wird, durch die Membranen und die Anlage der verschiedenen Schichten vom Uterus und von den Muskeln und von den Membranen rum, verdichtet sich das, was man außen messen kann, um das 20-fache. Und ist selbst in dem Bereich,
von den Vorschriften von der Bundesregierung überschreiten die Werte im Ungeborenen, im Fötus, überschreiten die Werte, die hier messbar sind, das, was zugelassen ist. Aber es gibt keine Versuche, regierungsmäßig hier was zu ändern. Und deshalb bewegen wir uns im Moment, das sehen wir ja an den Schulen und an den Berichten, die wir bekommen, gehen wir in eine Richtung, wo es kaum noch gesunde Kinder geben wird. Also ich wundere mich, wenn ich immer höre, wie viele Kinder schon Medikamente einnehmen müssen. Da denke ich mir immer, wann habe ich denn als Kind Medikamente eingenommen? Kann ich gar nicht wirklich erinnern. Aber das nimmt so zu. Und das tut mir, wenn ich ehrlich bin, so weh. Ne? Und wo geht das hin mit unserer Kinder Gesellschaft? Kinder werden heute auch ja von der Seite der Pharmaindustrie nur als Endverbraucher bezeichnet, oder? Das heißt, die sind das Ziel von dem Marketing und von... Oder? Das Behandelbare Einheit, hat neulich einer gesagt. Behandelbare Einheit. Okay. Jetzt brauchen wir aber trotzdem irgendeine Lösung, die wir unseren Zuschauern geben können, wo wir sagen können, was kann man denn für sich präventiv, wobei präventiv stimmt ja schon wieder gar nicht mehr, weil wenn wir leben in dieser Welt gerade, dann sind wir halt zwangsläufig vergiftet, also wenn wir jetzt nichts aktiv tun. Oder? Mit dieser Frage leben wir täglich. Ja. Und da ist ganz einfach. Es gibt einige Dinge, welche der Mensch selber machen kann, wenn er bewusst leben will. Ich weiß, das ist ein Schlagwort. Aber erstens essen Sie vorwiegend vegetarische oder vegane Ernährung. Ich sage nicht hundertprozentig, aber das ist mal eines. Weil die tierischen Produkte, die Tiere konzentrieren die Toxine in sich hinein selber. Also die Kühe sind ja nicht anders wie die Mütter. Die haben ihre Milchen, sind ja auch belastet. Und wenn sie dann ein Kalb haben, welches mit der Milch der Mutter ernährt wird, dann ist 80 mal 80 6000-fache Konzentration. Also deswegen ist Kalbfleisch einfach die Katastrophe. Zweitens, aber das ist nur eines. Aber Sie können auch Dinge zu sich nehmen, welche entgiftend wirken. Und das sind zum Beispiel Vitamin C, Selen, Zink, Algenpräparate. Da bist du ja der Weltspezialist mit den Algenpräparaten. Oder auch Zeolit. Und gehen Sie zu einem Arzt oder einer Ärztin oder Heilpraktiker, welcher diese Dinge kann und dem Rechnung trägt. Und nehmen Sie solche Produkte über längere Zeit ein und essen Sie vor allem naturbelassene, halt eben Organic Food, wie man sagt, also biologische Nahrungsmittel. Da lohnt sich's. Das lohnt sich sehr, sehr, sehr. Vor allem beim Fleisch und bei den Eiern ist es am allerschlimmsten, den Gump der Konzentration, ob das biologisch oder nicht biologisch ist. Bei den Gemüsen natürlich auch. Vor allem in Amerika ist ein großer Unterschied. Hier ist es ein bisschen besser. Es lohnt sich, diesen Mehrwert lieber weniger essen und dafür gut essen. Ja, und ich glaube, abschließend muss man auch noch sagen, wir leben in der jetzigen Zeit, oder? Die ist einfach voller Gifte. Ja. An jeder Straßenecke, in jedem Wasserhahn, wo das Wasser fließt. Und wir dürfen keine Angst dafür haben, in dieser jetzigen Zeit zu leben. Weil wenn wir in der Angst sind, egal ob ich chronisch krank bin oder egal ob ich gesund bin, dann macht mein Körper eines sicherlich nicht. Und das ist Entgiften. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Zuschauer da wirklich nicht in die Angst verfällt, sondern einfach, wie du das eben schön beschrieben hast, wirklich einfach diese Basisdinge in seinen Alltag integriert und mit diesem Bewusstsein auch lebt. Und ich glaube, dann werden wir alle ganz, ganz alt. Ja, vielleicht zum Schluss. Mein Kollege Shiro Nakano in Japan hat 2 Studien veröffentlicht. Eine Studie hat gezeigt, bei schwangeren Frauen, wenn die während der Schwangerschaft regelmäßig Chlorella einnehmen, oder? Wird der Gifttransfer zum Fötus fast völlig abgeschnitten. Ja, dass fast kein Gift mehr es zum Fötus schafft. Und dann hat er die gleiche Studie nochmal gemacht bei der Brustmilch und gesehen, dass man die Brustmilch auch völlig giftfrei machen kann durch die regelmäßige Einnahme von Chlorella. Also schwierig ist es nicht. Man muss nur ein paar Dinge wissen. Und dann das Letzte, was ich sagen will, dass Studien von George Carlo und anderen haben gezeigt, dass
die Belastung durch 3G, 4G und 5G schaltet praktisch fast alle Entgiftungsenzyme ab in unserem Körper. Das heißt, dass dieser duale Effekt, dass der Elektrosmog verhindert, dass wir das entgiften können, was der Körper sonst alleine schaffen würde. Das heißt, dass der Schutz vor Strahlung, egal, das steckt noch in seiner Kindheit, was wir da alles machen können und machen sollten oder so. Aber der Schutz vor Strahlung vom Handysendefunk ist ein ganz wichtiger Teil, dass die natürliche Entgiftung wieder funktioniert. Und das ist was, was uns allen Sorgen macht, weil es uns natürlich aufgezwungen wird, diese Entwicklung. Und es noch keine wirklich ganz befriedigende Lösung gibt. Okay, aber es gibt ja genug Leute, sage ich jetzt mal, die immer konstruktiv auf der Suche nach Lösungen sind. Und wenn man sucht, wer sucht, der findet, dann wird es auch dafür wieder eine Lösung geben. Und das hoffentlich ist bei unseren Zuschauern auch angekommen. Vielen Dank für das schöne Schlusswort dann auch noch. Also in die Angst gehen ist immer das Schlechteste, was wir tun können. Und möglichst immer konstruktiv sein, auf den eigenen Körper achten und, wie wir jetzt gehört haben, auf die Entgiftung auch achten, beziehungsweise präventiv oder Sorge dafür tragen, dass wir den Körper damit unterstützen oder dabei unterstützen, eigenständig zu regulieren und Entgiftungsmechanismen aufrechtzuerhalten, damit der physische Körper gesund bleiben kann. In diesem Sinne, das wünsche ich Ihnen, dass Sie das mitgenommen haben. Ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Inputs, für eure wertvollen Informationen und wünsche Ihnen, dass Sie achtsam umgehen mit sich und dass Sie Ihr Bewusstsein auch dahingehend öffnen, dass auch wenn jetzt noch nichts spürbar ist, dass Sie besser jetzt schon darauf achten, dass Sie Ihren Körper dahingehend unterstützen. Wenn Sie weitere dieser spannenden Gespräche hören und sehen möchten, schauen Sie doch mal vorbei bei Wikisana, ein unabhängiges und freies Portal. Und ich verabschiede mich jetzt mit meinen Gästen von Ihnen und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute für Sie.